Für mich bedeutet Wohnen zu Hause ankommen dürfen. Home sweet home. Also zu Hause ist es am schönsten oder sollte es am schönsten sein, einen abgeschlossenen Raum zu haben, hinter mir die Tür zuzumachen und mich vom Alltag zu erholen. Ich kann kochen, ohne dass es wen stört. Ich kann meine Tasche in die Ecke schmeißen, ohne dass es jemanden stört. Ein gut frequentierter ÖPNV-Anschluss ist für mich auf jeden Fall wichtig. Und auch eine Möglichkeit, mein Fahrrad Wetter und Diebstahl sicher abzustellen. Ich habe mich sehr mit angelebt und dran gewöhnt. Und ich muss auch sagen, bin glücklich. Ganz gut, ganz gut. 20 Jahre, was für was? iPad gucken. iPad gucken? Ja. Wohl meine Ruhe haben. Da kann man dann seine Ruhe haben. Ja. Ja, dieses Zuhause ankommen können. Es ist meins, ich kann die Türe hinter mir zuschließen, mich oder zumachen. Mich kann hier in der Situation ja keiner angreifen. Also ein Ruhepol. Ja, so eine Art Nest, Geborgenheit, Sicherheit auch. Schlafzimmer. Ja, es ist ein kleines Nest, sage ich immer. Welcher Raum ist denn Ihr Lieblingsraum? Mein Zimmer. Ihr eigenes Zimmer, wo Sie Ihre Ruhe haben? Ja, Grundrecht. Eine Wohnung vorher gehabt ohne Balkon. Ich bin glücklich über diesen Balkon. Ich nutze ihn schon früh morgens. Also mit meinem ersten Kaffee, den genieße ich auf dem Balkon. Also ich treffe mit Niki oder mit Pascal oder mit Nina. Einen Tag machen wir Spielabend oder Filmabend. Und wenn Wochenende ist, kochen wir immer zusammen. Da ist der Nachbar, der freut sich, wenn wir das hören. Und wir sprechen ab und zu mal mit ihm. Und unter uns wohnt jemand, ja, der grüßt auch. Und tun wir ab und zu mal, wie sagt man mal, Schwätzchen halten. Wie das sich so gehört als Miete. Du unterhältst dich gerne mit den anderen, ne? Mit also Nachbarschaftskommunikation mit der Nachbarschaft. Und daraus hat sich jetzt die Freundschaft ergeben. Wenn ich in die Wohnung reinkomme, muss es hell sein. Die Badezimmertüre, die gleich rechts abgeht vom Flur, das Bad selber hat ein kleines Fenster, aber beleuchtet eigentlich den Flur mit. Und dann gehen zwei Wohnzimmer, also beziehungsweise zwei Zimmer ab, die bewohnt sind. Ich wohne in einer Zweier-WG. Meine Wohnung ist groß, habe eine Küche, ein Bad, einen Schlafraum. Das ist Reden. Reden? Ja, Reden. Und jetzt mehr mit Ihnen gesprochen? Ja. Aufblühen. Ich bin aufgeblüht. Ein bisschen. Also, ja. Weil man sich halt entfalten kann. Mhm. Leben kann. Man selbst sein kann. Ja. Wir haben jetzt Bankkart jetzt da. Diese rote Karte. Diese Bankkarte, die ist so lang und so breit. Hätte ich niemals gedacht, aber es ist tatsächlich so gekommen, dass eben auch so Ruhe eine viel größere Rolle spielt. Das ist ein betreutes Wohnen, was ich im Moment habe, und ich bin da sehr, sehr dankbar.